In seinen Bildern und Schriften hat Friedrich Dürrenmatt die unterschiedlichsten Rebellenfiguren entworfen. Angefangen von scheiternden Helden, über zornige Götter und Amazonen bis hin zum ungleichen Liebespaar. Seine Rebellierenden sind Einzelne, die gewaltlos und gegen alle Widerstände für eine menschenwürdige Welt eintreten. Dürrenmatt gestaltete seine Rebellen als Antihelden, als Figuren, die gegen das herrschende System aufbegehren, jedoch nicht aktiv, sondern aus einem passiven Widerstand heraus. In Figuren wie dem Bettler Aki aus »Ein Engel kommt nach Babylon« oder dem Halbgott und Menschenfreund Prometheus sah Dürrenmatt eine humane Weltordnung vertreten in einer inhumanen Welt. Seine Rebellen sind Rebellen, weil sie gegen die Tendenz ihrer Zeit für die Menschenrechte und eine friedvolle Welt eintreten. Als Pfarrerssohn setzte sich Friedrich Dürrenmatt Zeit seines Lebens kritisch mit der Institution Kirche und ihrem Absolutheitsanspruch auseinander. Doch wird in Dürrenmatts Universum nicht nur gegen eine höhere Macht protestiert. Ebenso ließ er Götter und Halbgötter gegen die ihnen auferlegte Last rebellieren. Was, wenn Gott zornig würde und die Erdkugel weit von sich schleuderte? Nicht zuletzt wissen aber auch die Frauenfiguren in seinem Werk aufzubegehren. Sie leiten umsatzstarke Unternehmen und renommierte Kliniken, sind führend tätig im Bankensystem und von unerschrockenem Wesen. Entworfen in einer Zeit, als ihnen noch nicht die heutigen Rechte zustanden, kämpfen die Heldinnen in Dürrenmatts Werk für sich und ihr Anliegen und stellen so die Frage danach, wie unsere gesellschaftlichen Rollenbilder überhaupt konzipiert sind. Doch sind bei Dürrenmatt auch Liebende, Rebellierende, weil sie mit ihrer Liebe gesellschaftliche Gegensätze überwinden und sich zu einem anderen Menschen bekennen. Auch Kunst bietet die Möglichkeit, Normen in Frage zu stellen und Alternativen aufzuzeigen. Damit kann sie eine Form der Rebellion und des gewaltlosen Widerstands sein. Dürrenmatts kritischer Blick zeigt sich in seinem schriftstellerischen und bildnerischen Werk gleichermaßen. Positionen aus jedweder Richtung differenziert zu betrachten und zu hinterfragen, das hat der Künstler und Citoyen Friedrich Dürrenmatt immer wieder getan. Wie aktuell ist seine Haltung heute?